Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Auf dem stillen Örtchen klappt ja nicht immer alles so, wie es soll. Stellen wir uns vor, Sie als Mann wollen Ihre Blase erleichtern, aber es tröpfelt nur oder es kommt gar nicht richtig in Gang oder aber Sie haben das Gefühl, es bleibt noch etwas in der Blase zurück. Woran liegt das? Was kann man machen? Das ist unser Thema. Bei mir ist Dr. Jan-Peter Jessen. Er leitet die Urologie am Asklepios Westklinikum Hamburg als stellvertretender Chefarzt. Schön, dass Sie Zeit haben. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sagen Sie uns bitte, was passiert eigentlich in der Blase? Wie funktioniert die? Zunächst einmal, die Blase hat zwei Funktionen. Die ist ein Organ, das Punkt 1 den Urin, der von den Nieren produziert wird, speichern soll. Und Punkt 2 eben auch den Urin ausscheiden soll, und zwar dann, wenn es gewünscht ist. Beide dieser Funktionen können eben in irgendeiner Form gestört sein. Die Entleerung funktioniert so, dass der Blasenmuskel, der quasi wie so ein Beutel dort angeordnet ist, mit einer Schleimhaut ausgekleidet ist, sich zusammenzieht und einen ausreichenden Druck aufbauen soll, um eben über die Harnröhre den Urin komplett zu entleeren. Mhm. Gehalten vorher wird das Ganze vom Schließmuskel, der unterhalb der Blase im Beckenboden angeordnet ist und eben verhindert, dass es zu unwillkürlichem Urinabgang kommt. Und alle diese Dinge können auf verschiedenen Ebenen gestört sein. Ja, schwach, unterbrochen, Restharn auch noch so in der Blase drin. Woran kann das denn liegen? Der häufigste Grund für eine Blasenentleerungsstörung, insbesondere beim Mann eben, ist die Vergrößerung der Prostata unterhalb der Blase. Also prinzipiell kann irgendein Widerstand unterhalb der Blase natürlich dazu führen, dass der Druck, den der Blasenmuskel aufbaut, nicht mehr ausreicht, um die Blase komplett zu entleeren. Beim Mann ist es eben im Regelfall am ehesten die Prostata. Es gibt aber auch noch andere Gründe, die das verursachen können. Welche denn? Punkt 1, und das ist der häufigste Grund, ist beim Mann die Vergrößerung der Prostata, die um die Harnröhre herum liegt und auf die Art und Weise durch eben das normale Wachstum im Alter die Harnröhre zudrängen kann, zudrücken kann. Also ihr den Hals zudreht sozusagen. Sozusagen, so kann man das sagen. Denn die Prostata liegt ja direkt unterhalb der Blase um die Harnröhre rumgelegen, wie so eine Kastanie da außen rum. Und wenn die eben wächst, wächst sie häufig nach innen und drängt die Harnröhre zu und das führt dann eben genau zu diesen Beschwerden. Ja. Es gibt weiterhin aber auch die Möglichkeit, dass Narben dort sind in der Harnröhre, die zum Beispiel nach Infektionen oder Verletzungen entstehen können. Das ist beim Mann, sind das die beiden häufigsten Gründe. Und bei der Frau gibt es Dinge wie Senkungen oder Ähnliches, die eben auch zu so einer Entleerungsstörung führen können, Beckenbodensenkung. Kann es auch passieren, dass man zu häufig die Blase festhält, also den Harn zurückhält und deshalb der Muskel ausleiert? Das wäre der andere Grund. Also die eine Möglichkeit ist, dass der Widerstand zu hoch ist unterhalb der Blase und der andere Grund wäre, dass der Blasenmuskel einfach zu schwach ist. Mhm. Manchmal gibt es auch beides. Wenn der Blasenmuskel zu schwach ist, das kann eine Folge sein, zum Beispiel von Nervenschäden, also durch Bandscheibenvorfälle hervorgerufen oder durch Wirbelsäulenverletzungen oder verschiedene neurologische Erkrankungen. Und das kann dazu führen, dass die Blase einfach nicht mehr richtig angesteuert wird oder das Signal nicht ausreicht, um über einen ausreichend langen Zeitraum ausreichend Kraft aufzubauen, um die Blase zu entleeren. Und die zweite Möglichkeit, und das haben Sie gerade gesagt, ist im Prinzip, dass die Blase ausgeleiert ist, also dass der Muskel nicht mehr stark genug ist. Man muss sich das ja vorstellen, die Muskelfasern greifen ineinander und ziehen sich so zusammen. Und wenn die Blase überdehnt ist, zum Beispiel, weil man es sich angewöhnt hat, weil man über Jahre hinweg immer versucht hat, nicht mehr zur Toilette zu gehen, wenn man eigentlich müsste, dann kann das eben zu so einer Überdehnung führen. Mhm. Und die andere Möglichkeit ist im Rahmen der Prostataerkrankung, dass es einfach mitunter passiert, dass die Blase sich überhaupt nicht mehr vollständig entleeren kann und immer mehr Restharn zurückbleibt, was dann eben irgendwann auch zu so einem chronischen Muskelschaden der Blase führt. Ja, um nochmal zurückzukommen zu so einer Narbe in der Harnröhre, sagten Sie, ne? Ja. Ja, genau. Was macht man da?
Die Narben, die würde man primär häufig mit einer endoskopischen Therapie, also minimalinvasiv durch eine sogenannte Schlitzung therapieren, wo man eben die Narbe auftrennt mit einem ganz feinen Messer. Teilweise werden auch andere Geräte dafür verwendet, aber das klassische Verfahren ist mit einem winzigen Messer, was an einem Endoskop angebaut ist, eben diese Narbe aufzutrennen. Sollten es ausgedehntere Narben sein, wir reden von Strikturen, sagen wir häufig, dazu kann man auch überlegen, oder die immer wieder kommen, kann man auch überlegen, ob man das mit einer offenen Operation dann behandeln muss oder kann, weil die Langzeitdaten da einfach besser sind. Und wenn Sie jetzt, feststellen bei Ihrer Diagnose, dass es tatsächlich eine vergrößerte Prostata ist, dann reden wir jetzt ja über eine gutartig vergrößerte, glaube ich. Also das, was eigentlich natürlich ist beim Mann, dass die Prostata wächst? Ja, die Prostata wächst beim Mann. Ab einem bestimmten Alter fängt die an zu wachsen und kann dann eben Probleme machen oder nicht. Also üblicherweise geht das mit 40 langsam los. Da merken es die meisten noch nicht. Und mit den Jahren wird es dann immer häufiger sozusagen. Dass also man sagt, das ist relativ leicht zu merken, 60% der 60-Jährigen circa, 70% der 70-Jährigen, irgendwelche Arten von Problemen da haben. Ob das dann so viel Problem ist, dass man deswegen operieren muss, ist eine ganz andere Frage. Aber überhaupt diese Probleme. Ja, das heißt, man versucht es auch erstmal mit Medikamenten, oder? Man versucht es immer zunächst mit Medikamenten. Also wir versuchen prinzipiell zunächst einfach mit so wenig Aufwand oder Belastung für den Patienten wie möglich da immer vorzugehen. Und es gibt verschiedene Medikamente, die man einsetzen kann, die uns zumindest helfen können, das eine Weile hinauszuzögern, das ganze Problem. Ob sie dann in letzter Konsequenz die Operation abwenden können, ist häufig nicht so, aber sie können zumindest Zeit gewinnen. Mhm. Und bei manchen reicht es auch. Ja, und bei denen es nicht reicht, was ist für Sie so die erste Methode, über die Sie nachdenken, die für den Patienten in Frage kommen könnte? Also es hängt wirklich sehr davon ab. Wir haben breite Möglichkeiten, verschiedene Formen der Therapie. Und das klassische Verfahren, muss man sagen, ist die sogenannte Elektroresektion, die seit Jahrzehnten angewendet wird, wo eben das Prostatagewebe Span für Span abgetragen wird. Das ist eine Elektroschlinge, die man unter Strom setzen kann, auch alles ganz winzig klein und unter Vergrößerung sozusagen durch das Gewebe ziehen kann. Das wird verdampft außenrum und dadurch entstehen diese Gewebespäne, die dann ausgespült werden können. Dann kann man alles veröden und dann kann man auf diese Art und Weise die Verengung der Prostata eben beseitigen und wieder eine ausreichend weite Harnröhre dort schaffen, wo sie verengt ist. Mhm. Das wird seit Jahrzehnten, wie gesagt, gemacht. Also die Ergebnisse sind gut davon. Mittlerweile haben wir aber eben andere Verfahren, die zusätzliche Vorteile bieten. Welche Verfahren sind das denn? Das sind im Wesentlichen die Laserverfahren, die jetzt auch schon länger angewendet werden, auch in Deutschland, sodass wir dort auch über einen Erfahrungsschatz verfügen, sozusagen, der ausreichend gut ist, um das beurteilen zu können, ob diese Verfahren gut sind. Das sind die Laserverfahren, wo es unterschiedliche Laser auch tatsächlich gibt, die man da einsetzen kann, die auch verschieden funktionieren und verschiedene Vorteile bieten. Mhm. Welche wenden Sie da an? Wir verwenden, und da sind auch die etablierten Verfahren, sind entweder die Möglichkeit einer Vaporisation mit dem sogenannten Greenlight Laser, mit dem das Prostatagewebe im Prinzip verdampft wird, und die Möglichkeit einer Enukleation, wo man verschiedene Laser verwenden kann, und wir benutzen den Holmium Laser dafür. Diese beiden Verfahren stehen für diese Möglichkeiten sozusagen, die es da gibt. Und wo sind da die jeweiligen Vor- und Nachteile, damit Sie sagen, ich verwende Greenlight oder ich verwende Holmium? Der große Vorteil des Greenlight-Lasers ist, dass dieser Laser seine Energie quasi in einem roten Farbspektrum abgibt und somit genau, im Hämoglobin sozusagen im Blut, im roten Farbstoff, genau da seine maximale Energie abgibt und auf die Art und Weise besonders blutarme Operationen ermöglicht und uns so auch ermöglicht, diese Operationen durchzuführen unter einer fortlaufenden Behandlung mit blutverdünnenden Medikamenten. Für jemanden, der Blutverdünner zu sich nehmen muss, für den ist dann der Greenlight-Laser die bessere Wahl? Das ist das Problem noch an der klassischen Elektroresektion, dass doch teilweise
also nennenswerte Nachblutungen gerade bei großen Prostata-Adenomen auftreten können oder gerade unter Antikoagulation, also unter fortlaufender Blutverdünnung. Und hier ist der Vorteil auch vom Greenlight-Laser zu sehen, der eben einfach das Gewebe verdampft und besonders blutarm operiert, was auch dazu führt, dass die Leute also tatsächlich weniger Blutverlust haben, weniger Nachblutung haben, häufig auch der Katheter nicht so lange liegen muss, die Krankenhausaufenthaltszeit kürzer sein kann dadurch im Vergleich zur klassischen Resektion. Und Sie sprachen ja aber auch noch von einem anderen Laser, dem Holmium-Laser. Dann frage ich mich, wozu dann den dann noch? Da ist es so, dass die Spanne der Prostata-Größen ist ziemlich groß. Es gibt Männer, die haben eine kleine Prostata, das wäre ungefähr sowas wie 20 Milliliter oder Gramm. Das ist eigentlich normal, kann man sagen. Die aber trotzdem nach innen sich vergrößert hat, ausschließlich nach innen in die Harnröhre und so Probleme auslöst. So eine kleine Prostata ist bedeutend schneller zu behandeln und zwar sowohl mit der Elektroresektion als auch mit dem Greenlight-Laser, weil einfach wenig Gewebe da ist, was beseitigt werden muss, um wieder gutes Wasserlassen zu ermöglichen. Und es gibt auf der anderen Ende der gesamten Spanne gibt es eben auch Männer, die haben eine 400 Milliliter Prostata, was ja erheblich viel größer ist. Und gerade bei diesen Prostata, die früher klassischerweise auch offen operiert wurden, weil einfach der Blutverlust viel zu groß wäre, wenn man mit der Elektroschlinge peu à peu immer wieder die gleichen Gefäße eröffnet, sind diese Verfahren sehr sinnvoll. Das beginnt auch schon bei Prostatagrößen, die wesentlich kleiner sind als die von mir jetzt genannten. Das war ein extremer Ausreißer, aber ab einer Größe von 60 bis 80 Milliliter sind diese Enukleationsverfahren auf jeden Fall sehr sinnvoll, weil man eben die gesamten Prostatalappen, also die Prostata besteht nach innen aus mehreren Lappen, Seitenlappen, die man dann komplett einmal ausschält, entkernt und dann auch nur ein einziges Mal quasi dieses Gefäß eröffnet, das dann koagulieren, also veröden kann und somit auch das Blutungsrisiko deutlich herunter und das Komplikationsrisiko dann deutlich gedrückt wird und geringer ist, viel geringer ist. Und dann kann das Gewebe problemlos in der Blase zerkleinert werden, um es dann zu entfernen. Ziel der ganzen Sache ist es ja, besser, also effektiver und leichter urinieren zu können, also die Blase leeren zu können. Ja. Dennoch, glaube ich, ist man ja danach nicht so ganz wie neu. Also man zahlt auch einen gesundheitlichen Preis, ne? Oder vielleicht einen funktionellen Preis dafür. Also die Patienten, die diese Operation überhaupt oder dieser Operation bedürfen oder wo man empfehlen würde, sie zu machen, die haben ja typische Beschwerden, wie sehr häufigen Harndrang, vor allen Dingen nächtliches Wasserlassen, was häufig sehr stört. Das kann mehrere Male nachts aufstehen bedeuten. Es kann bedeuten, dass ein ganz plötzlicher Harndrang entsteht, die sofort losrennen müssen zur Toilette, vielleicht sogar Urinverlust, Nachträufeln, diese ganzen Probleme. Und hier ist doch im Regelfall eine massive Besserung zu erwarten. Das wird auch gezeigt in diesen Fragebogentests. Was wird aus der Ejakulation, was wird aus der Potenz? Ja, die Potenz sollte normalerweise nicht beeinträchtigt werden durch diese Operationen, denn die Nerven, die verlaufen außen an der Prostata. Und diese gutartige Prostatavergrößerung, die spielt sich vor allen Dingen innen ab. Und so dass wir, da ist noch eine Kapsel dazwischen, die relativ dick ist, sodass wir eigentlich an die Nerven gar nicht rankommen. Theoretisch kann das passieren, wenn sozusagen an irgendeiner Stelle die Kapsel eröffnet wird. Das ist aber ausgesprochen selten. Also das ist keine klassische Komplikation dieses Verfahrens sozusagen, untypisch. Die Ejakulationsfähigkeit spielt schon eine Rolle, muss man sagen. Klassischerweise, wenn der Blasenhals reseziert wird, wird die Möglichkeit, dass quasi das Ejakulat in die Richtung geht, in die es auch gehen soll, sozusagen, dadurch gestört, weil es in der Prostata quasi in die Harnröhre gelangt und normalerweise oben der Blasenhals zugeht. Möglicherweise, das ist noch nicht so ganz 100% geklärt, auch Muskelstrukturen da eine Rolle spielen, die zu einer Aufrichtung führen. Und sozusagen dieser Mechanismus kann bei dem klassischen Verfahren gestört werden. Es gibt Bestrebungen, wo man eben einzelne Bereiche der Prostata dann eben doch belässt, die auch häufig helfen können, nur nicht völlig, es ist nicht völlig zu versprechen, dass das erhalten bleibt sozusagen. Ja, ja. Gut.
Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund.